Hallo Lieben und herzlich willkommen zurück zu Die Ritzkes. Wir ganz bestimmt schon den Titel entnehmen konnten. Nein, konnten wir nicht. Nein, konnten wir nicht. Werden wir heute für euch ein Piercing-Update-Video drehen. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals ein Video gemacht haben, wo wir alle unsere Piercings gezeigt haben. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Aber einzeln mal drüber gesprochen. Wir haben aber gesprochen. Eigentlich oder eine Umfrage. Ein Tattoo-Video haben wir gemacht. Ja, das haben wir schon öfter gemacht. Ja. Sprich, wir werden von oben, würde ich einfach mal sagen, bis nach unten unsere Piercings durchgehen, die Schmerzskala erzählen und wie viel es gekostet hat und einfach wie die Abheilung war. Weißt du das noch? Ja, klar. Ich kenne mich mit den Preisen auch relativ gut aus, weil, also wenn es danach geht, habe ich da wirklich irgendwie voll viel Erfahrung, also generell was Piercings angeht. Und du bist ja auch so oft da und dann studierst du ja auch mal ja fast immer die schon Liste. Gearbeitet. Genau, aber ich fange einfach oben an und wenn ich oben anfange, würde ich jetzt meine Ohren anfangen. Und ich fange bei den Ohren an, das finde ich irgendwie sinnig. Und da sind auf jeden Fall einige, die nicht mehr drin sind, was mich ziemlich ärgert. Ja. Weil es immer wehtat. Ja, bei meinen Ohren aber auch, ja. Gott, haben die sich so schlimm entzündet. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal mit 15... Das ist übrigens vorab, ich muss das sagen, weil ich habe gemerkt, dass es ist unsere eigene Erfahrung. Wir sprechen nicht für alle, jeder Mensch ist unterschiedlich. Andere vertragen Piercings besser als jemand anderes. Das ist ja super individuell, das sind... Aber ich weiß zur Zeit, wenn ich halt irgendwas sage auf Instagram, dann heißt es... Ja, also ich finde es aber nicht so. Ja, okay, was wurde ja nach meiner Meinung gefragt? Das ist zurzeit ganz schlimm. Okay. Also es ist ganz schlimm. Und deswegen muss ich es einfach nur mal gesagt haben, dass es hier auf uns bezogen ist. Wir wurden gefragt, das sind unsere Meinungen. Es ist unser Schmerzempfinden, nur weil es bei uns wehtut, muss es bei dir nicht so sein. Auf jeden Fall, Ohr. Hier ganz hier oben. Ich war 15. Ja. Oh Gott, und das hat sich dann so schlimm entzündet. Ich hatte aber auch, ich kann mich erinnern... Hast du es geschossen oder gestochen? Ich glaube früher, ich sehe das auch manchmal, ich sage jetzt nicht den Namen, aber ich habe letzte Mal eine Handyhülle gekauft und dann wurde neben mir da so ein Piercing bei aber klärst du, kann man sagen. Ja, und ich dachte immer, was ist denn hier los? Also schießt eure Piercings besser nicht. Und das fand ich schon ein bisschen... Weil das Gewebe wird zerrissen und dadurch kommen immer die Entzündungen zustande. Wenn du es durchstichst, das ist ein sauberer Stich und drumherum werden keine Verletzungen. Ne? Deswegen. Also auf jeden Fall hat es entzündet. Meine Eltern haben gesagt, nimm's raus, habe ich getan. Preis weiß ich nicht mehr. Ich war 15. Wenn du es geschossen hast früher, was wären das? 5 Euro. Das ist ganz billig. 5 Mark. Vielleicht waren es 10 Mark. Ich weiß es nicht. Also das kann ich dir nicht sagen. Hier oben Schmerzskala circa, ich würde jetzt 7 sagen. 10 das Schlimmste, 1 nicht so schlimm, also gar nicht so schlimm, würde ich auf jeden Fall eine 7 sagen. Tunnel hattest du mal drinne eigentlich? Eigentlich, weißt du, was ich vorhatte? Was ich richtig geil finde, von hier bis hier oben. Aber wie gesagt, dann sind mir hier 2 rausgefallen. Tunnel? Nein, nicht Tunnel. Ich meine hier von hier, so diese ganzen Steinchen. Ja klar, aber das ist eigentlich, wenn sich eins entzündet, dann wandert das runter und dann hast du ein richtiges Problem. Aber wie gesagt, 2 sind jetzt wieder raus. Ganz oben habe ich nie wieder nachgemacht. Möchtest du das auch machen? Neben meinem Tunnel hier oben, ganze Zeit schon. Aber ich weiß halt, falls sie größer werden oder so, dass es da vielleicht nicht so gut sein soll. Mein einziges Helix, was ich hatte, ist rausgefallen. Ich hab's nicht mehr und das finde ich total traurig. Es ist auch wirklich schlimm. Ich fand das so schön, das will ich auch nachstechen. Ja, weil es wächst sofort zu, es tut ja auch weh. Es ist ja schon sehr unangenehm hier, finde ich. Tragus ist, da kommt ja noch zu bei mir. Man ist halt mega traurig, wenn es halt einfach rausfällt, weil es halt auch so mit so Pflege und das Arbeit. Das kostet auch und tut auch weh. Ich weiß gar nicht, die Preise, was kostet denn das hier? 60 Euro. 40 bis 60 Euro kostet ein Piercing. Also Ohren ist so, da hat sie halt eine... Ne? Da habe ich Kuddelmuddel und dann sind bei uns ein paar rausgefallen. Also insgesamt sind ihre Ohren bestimmt so 200-300 Euro wert oder so. Wenn ein Piercing stimmt eigentlich. Ich habe mich gar nicht so dran gedacht. Mit Schmuck und so bestimmt sind wir bei 200-300 Euro, ja. Nase, der Schmerz? Nee. Nein. So? Deine Nasenpiercing. Ach so. Hattest du auf, nur auf eine Seite? Da war, soll ich sagen, mit 15 habe ich... Dein Nostril-Piercing, heißt das? Ja, da habe ich mit 15... Nasenflüge-Piercing. Genau. Ist es weg? Ja, da habe ich mit 15... Du guckst mich beim, da habe ich beim Friseur... habe ich beim Friseur mir so einen Stecker durchstechen lassen. Stechen oder schießen? Schießen. Mann, ich war 15. Was hat denn deine Oma mal erlaubt? Hatten viele Mädchen schon so mit 15, 16 oder halt Nazis. Das war so noch so okay.
Ja, alles andere. Also wahrscheinlich auch wieder nur 10 Mark oder so. Ja, na klar. Ja, das war wirklich nicht teuer. Aber dass du das noch so lange hattest, obwohl es geschossen war. Also mega lang. Es ist auch nicht wirklich zugewachsen. Ich würde es jetzt mit so drücken, wahrscheinlich mit so einem ganz, ganz dünnen, wahrscheinlich so ein Ohrring. Manche wachsen nie zu, ja. Würde ich wahrscheinlich durchbekommen. Dann habe ich mir eins genau darüber. So war ganz, das, ja, genau. Ja, irgendwann nochmal stechen lassen vor ein paar Jahren. Da hattest du doch einen Stecker und einen Ring, ne? Ja, weil ich das richtig geil fand. Ich habe das irgendwo, ich weiß gar nicht, hat das sogar Lenny Kravitz? Ich weiß es gerade nicht, ob er das, glaube ich, sogar hat. Also ich habe es bei irgendeinem Sänger gesehen und dachte so, oh geil, richtig Rock'n'Roll wollte ich haben. Ja. Habe ich auch gemacht. Na klar. Und das war zu viel in meinem Gesicht. Ach so. Das hatte in meiner Nase, irgendwie war das immer zu viel. Es war zu unordentlich. Mhm. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich... Ich war dabei. Ich glaube, weil deine Tränen drüben. Ja, aber du hast das richtig... Ja, es war so mega unangenehm. Kennt das? Nase ist so mega empfindlich. Wenn ich mir sogar ein Nasenhaar ziehe, dann kriege ich sofort Tränen. Okay, aber... Jeder hat Nasenhaar. Ja, aber wer zieht sie dich, Alter? Wie willst du denn sonst rausholen? Mit einer Nasenhaar? Nein, ich zupfe manchmal. Du bist auch total krank. Tut auch richtig weh. Alter. Genau, also was... Also, weil ich ja hier wieder Ärger kriege von dir mit dieser Skala. Also ich weiß, du musst halt realistisch bewerten. Eine 6. Ja. Und die Abheilung ist auch todes-easy eigentlich. Also da war gar nichts. Eben. Ja, nein, da war alles super. So, dann mach jetzt noch deinen Septum. Ja, also das war... Hey, du hast ihn wieder drin. Ja, weil mir so viele geschrieben haben, dann dachte ich mir so, sieht das wirklich so cool aus? So, also ich mag es ja auch. Mich triggert es, dass es ein Rosé ist und der Rest nicht. Ja, ich habe doch noch eine Kugel für hier gekauft, die hast du mir nicht wechseln können. Ja. Auf jeden Fall habe ich gedacht, stimmt, irgendwo haben sie recht, das sieht ja wirklich cool aus. Der war ja noch neu, aus der Packung. Ich habe irgendwo so ein Schmuckkästchen und da war das so drin. Ja, Schmerzskala. Oh, Septum, da haben wir sogar ein Video gedreht. Ah, schon eine 7. Ja, 7 bis 8 würde ich sagen. Du hast richtig so gemacht. Das war und die Abheilung. Ja, ja. Das ist auch mega unangenehm. Aber das Stechen war schon schmerzhaft. Aber das nochmal reinmachen vom Schmuck fand ich auch krass. Ich muss mal kurz in mein Handy gucken. Weil, ja, bei mir ist leider fast alles raus. Also, ich habe mir damals... Stimmt, das ist wirklich. Ich habe hier... Zeig mal. Ich habe da eine Narbe und da eine Narbe, weil ich habe mir damals mit 15 ein Industrial Piercing gestochen. Das ist dieses hier, wo du diese lange Stange hier in den Ohr drin hast. Och, darf ich dazu mal was sagen? Ich war wirklich froh, wo du es rausgemacht hast. Das hat mir damals ein Piercer gesagt, weil es wurde einzeln gestochen. Also es werden 2 einzelne Piercings gestochen. Und dann, wenn die abgeheilt sind, macht man das so, dass man dann den langen Stab reinmacht. Aber das entzündet sich immer, weil die immer in so eine entgegengerichtete Bewegungen sind. Und zwar macht man das so, dass man die auspuncht. Das wurde mir dann von einem anderen Piercer gesagt. Er meinte, nee, man puncht das. Also du hast dann so einen Stanzer und stanzt die Haut da raus. Und dann entzündet sich da gar nichts, weil die Haut ist immer weg und da bewegt sich nicht hin und her. 80 oder 90 Euro gezahlt, weil das 2 einzelne Piercings waren. Und bei manchen Sachen ist es so, dass du dann halt 40 Euro pro Piercing bezahlst. Das war halt auch teuer, ne? Die sind also schon kostenspielig eigentlich. Dann hatte ich hier noch einen Helix, der ist mir aber leider rausgefallen. Und dann habe ich ihn nicht mal reinbekommen, war ich sehr traurig darüber. Den werde ich mal wieder nachstechen lassen. Aber ich habe den hier gemacht, genau an der Grenze, unterm Knorpel. Und da hat er sich halt nicht entzündet. Das war super. Helix war nochmal wo? Ja. Ja, okay. Dann hier mein Cornspiercing, wo ich jetzt einen Mond drin habe. Der tat schon ein bisschen mehr weh, weil die Haut wirklich, hört man nicht so, hört man das, wenn du stichst, hast du ja auch erzählt. Genau, das hatte ich aber, also da hatte ich einmal ein bisschen mit Wildfleisch zu tun, habe ich aber relativ schnell wieder wegbekommen und jetzt habe ich es gar nicht mehr. Jetzt habe ich damit überhaupt keine Probleme mehr und auch keine Schmerzen. Und jetzt kommen wir zu meinen Tunneln, zu meinen fast Lieblingsschmuck an mir. Ich finde, wie es jetzt ist, es ist nur meine Meinung, echt cool. Also es ist halt so genau... Das ist riesig. Ja, aber das ist wirklich, das ist auch cool, weil man sieht, dass es ein Tunnel ist. Aber die werden immer, aber jetzt werden die halt von alleine immer größer. Du kannst es nicht mehr stoppen, weil die nicht mehr, aber ich werde sowieso, das habe ich auch irgendwann vor, wenn ich älter werde und sage, okay, mit 50, 60 muss es jetzt vielleicht nicht unbedingt mehr haben, lass es mir zunähen. Und das soll ja auch gut, das funktioniert ja super. Das sieht man gar nicht mehr. Das ist heutzutage so krass, weil das so viele machen, dass sie sich die zunähen lassen und deswegen, was habe ich zu verlieren? Weißt du, ich meine, ein Ohrläppchen. Aber das war so, also das war das Krankeste, was ich eigentlich mein ganzes Leben gemacht habe. Tunnel den, muss ich ehrlich sagen. Da kannst du dich vielleicht auch noch dran erinnern. Und so habe ich mir mit 16 angefangen, die ich kann mich erinnern. Die mir,
eigentlich voll ordnungsgemäß zu machen. Und zwar bin ich zum Piercer gegangen und ich hatte da noch keine Ohrlöcher. Dann haben wir meine Ohrlöcher gestochen auf, ich glaube, sie hatte eine 2mm Nadel da. Und dann hat sie direkt mit einer 2mm Nadel das durchgestochen und dann mit einem 3mm Tunnel dann gedehnt. Mhm. War, also das Schmerzhafteste, wirklich, das zieht in den kompletten Kiefer. Ich habe ja, ja auch einmal gedehnt, kannst du dich erinnern? Ja. Und mein Ohrläppchen war den ganzen Tag so heiß. Heiß und es pokert. Es pokert, aber es war so heiß, es brennt richtig. Ja, ja. Ich fand es auch das mega zieht, unangenehm. Also alle, die Leute beschreiben, dass es in den Kiefer komplett zieht. Genau, jetzt geht es weiter mit meiner Nase. Und zwar habe ich da tatsächlich keine einzigen Piercings gehabt, außer Septum, Nostril. Habe ich damals überlegt, aber habe mich immer gegen entschieden. Also voll krass eigentlich. Also ist das so ein Piercing, was ich irgendwie, wo ich nie Interesse hatte, das zu stechen. Weil ich weiß, dass sich das entzünden würde bei mir, weil ich mich total viel schminke. Stimmt, das macht Sinn. Aber genau, mein Septum habe ich da und den habe ich mir damals, als ich da beim Piercingstudio gearbeitet habe, stechen lassen. Das war tatsächlich mein erstes Piercing, was ich bekommen habe. Und das war vom Stechen her so, daher, dass es meine erste Piercing-Erfahrung war. War es schon sehr schmerzhaft, es war auf jeden Fall schon so eine 8 von 10, also ich würde mich das auch fast nicht mehr trauen, nochmal neu zu stechen, ehrlich gesagt. Da, also muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, Respekt hatte ich davor, danach, jetzt immer noch, also ich finde es auch... Die Abheilung, muss ich tatsächlich sagen, war so auch so mit einer der schlimmsten Piercings so von Abheilung her, weil, kann ich mich noch ganz genau erinnern, das war halt in der Schulzeit, ich bin dann zur Schule gegangen und es tat... Es war hier drinnen immer verkrustet und verschorft. Und immer, wenn ich so gemacht habe, ja, da ganz schlimm fühlt dann sich ist das an. Immer aufgerissen und ich so... Oh, und danach ist es halt richtig... ist auch fies. Und wenn es draußen kalt ist und so, dann fühlt sich das noch schlimmer an. Ich habe es im Winter gestochen und wenn es kalt... Oh mein Gott, wo es kalt auch, war. Ja, oh. Man merkt das dann irgendwie noch beim so. Das ist so empfindlich. Ja. Und gekostet hat mich das damals 60€. Da ist der Schmuck halt auch schon mit einbezogen, das Ding, das Geld, also Materialkosten halt und so, habe ich jetzt wegen der Nase hier. Ich habe dieses Piercing jetzt ungefähr einen Monat. Die Abheilung ist, also es zickt ein bisschen rum, weil aber auch viel Schminke rankommt. Jetzt zum Beispiel ist das wieder viel besser als die letzten Tage. Hier, guck, also das Stab ist auch relativ lang, das ist halt nicht dick. Ja, okay, verstehe. Das weil ist hier so, ja, ich kann es hin und her schieben, ohne dass es weh tut. Also es ist eigentlich schon fast komplett abgeheilt. Aber ein Piercing an sich, um komplett abzuheilen, braucht ja ein halbes Jahr, 6 Monate. Dann ist es komplett abgeheilt. Man darf halt auch erst den Schmuck wechseln nach einem halben Jahr. So. Wäre aber auch vernünftig. Genau, man macht es auch nicht vorher. Ich habe es ganz oft vorher in anderen Piercings gemacht, aber da kommen wir auch noch zu. Und genau, da habe ich 50€ gezahlt, genau. Das hat mich 50€ gekostet. War das nicht teurer? Nein, 50€. Ja, ich kann mich gar nicht erinnern, weil das so ein aufwendiges Piercing war. Ja, aber 50 oder 60€, eins von beiden. Ja. Und Schmerzen an sich beim Stechen, da war die Zange fast unangenehmer. Also es tat schon weh, ich würde sagen, so eine 6, 7 von 10. So, war schon unangenehm. Kannst du mir da weiterhelfen? Ja, weil ich die Leute wissen auch. Das habe ich schon mega verdrängt. Da, weißt du, was ich das da... Das tat dir richtig weh. Genau, wollte ich dich fragen, hat mir das... Das war lange dick, war das, war? Mann, die Oberlippe, die ganze Oberlippe schwimmt. Ja, genau. Das war so mega dick. Ja. Stimmt, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Weißt du, was mich am Anfang richtig gestört hat? Dass du hier hängen geblieben bist? Ja. Weil jetzt der Stab so lang ist. Genau, das ist ja normal. Und wenn es dann abschwimmt. Das kannst du auch faken. Mach mal. Was meinst du? Warte, drück mal das unter die Zähne. Ach ja, dann bleibst du so hängen. Und dann redest du so, und dann hast du das so, und dann musst du das so mit der Hand oder mit der Zunge so wegmachen. Genau. Und der Gegenüber, wenn man sich unterhält, ist, was macht sie denn da? Ja, genau. Das hat mich extrem gestört. Und manchmal ist es mir auch so doll passiert, dass es auch ganz schön gezwiebelt hat. Weil man halt normal gesprochen hat. Und daran kann ich mich wieder erinnern. Ich habe das voll verdrängt. Die Abheilung war nicht so geil, auch wie dick die Lippe, Oberlippe. Jetzt ich kann mich erinnern. Und dann war es auch nicht so easy mit der Schminke. Ja. Weil, wie gesagt, ich da halt immer sehr... Schmerzskala kann ich nicht mehr 100% sagen. Ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm, weil ich habe Medusa irgendwie so ein bisschen verdrängt. Aber
Ja, also Nase war auf jeden Fall schlimmer. Ich würde jetzt 6 sagen. Ja, ja. Also so, die Abfallung ist halt unangenehm, weil die Lippe dick ist und weil du hängen und bleibst. Und weil man ständig hängen bleibt. Beim Zähneputzen. Daran kann ich mich erinnern. Beim Reden, das ist halt ätzend. Medusa hatte ich auch, ganz cool, finde ich. Ja. Medusa hatte ich, weil ich sogar noch eine Narbe. Ja, aber sieht man kaum. Sieht man kaum. Finde ich auch nicht schlimm. Und zwar habe ich mir das rausgenommen. Ich habe das total geliebt. Ich fand das total schön. Wenn ich jetzt noch Videos sehe, denke ich mir nur so, ach, schade eigentlich. Aber ich habe auch ein Smiley-Piercing. Das hier. Da. Und ich habe... Heißt das Smiley-Piercing? Das heißt Smiley-Piercing, ja. Ich hatte es ganz anders in Erinnerung. Ich hatte auch mal eins. Also Lippenband-Piercing. Ja. Aber eigentlich aber der Umgangsbegriff ist dafür Smiley. Und zwar... bleibt man mit dem Medusa und dem Smiley immer hängen beim Reden. Ja klar, das verhakt sich das dann. Das verhakt sich, die mit den Platte, Zähnen, aber dann genau die Platte mit dem Ring halt einfach. Super. So, und dann, das hat mich extremst genervt. Und dann hieß es halt, also ich war dann auch beim Piercer und hab gefragt, was ich da machen kann. Und sie meinte, dann entweder nehme ich das oder das raus. Mhm. Andere hätten gesagt, ich nehme mein Smiley-Piercing raus, aber ich finde meine Zähne ohne das Smiley-Piercing absolut schrecklich. Also, also meine Zähne sind schön, aber ich finde genauso... so, wo ich einen Zahnstein hatte, also kein Zahnstein, aber dieses Steinchen auf den Zahn, als der weg war, fand ich meine Zähne auch hässlich. Weil es wahrscheinlich auch so... Also ungewohnt, meine Zähne sehen so riesig aus auf einmal. Weil sich daran so gewöhnt. Mhm. Also das lieb ich auch extrem. Und deswegen habe ich es dann rausgenommen und fand es auch gar nicht so schlimm, weil... Ich schmink auch meinen Mund mit diesem Piercing so um. Ich finde es halt sieht so einen Rahmen. Ich mag das halt auch so. Ich mag auch so, wenn ich den roten Lippenstift dann so ganz sauber dann so an, hier oben so am Lippenherz vorbei. Ich finde, das macht das wie so eine kleine Krone so auf dem Mund. Genau, im Mund. Du hattest auch Zunge mal? Zunge habe ich mit 16, glaube ich, gemacht. Oh Gott, Zunge. Und das fand ich extrem schlimm. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie... ob man mir ein Organ durch... Also es war halt wirklich so richtig, auch so richtig so langsam und war auch extrem lange dick. Zunge hatte ich ja auch einmal, das hast du mir geschenkt, da haben wir auch ein Video. Da hast du mich überrascht, ich dachte, ich krieg eine Schlange. Also es war kein Geburtstag. Es war, also da war ich älter als 17, da war ich... kurz vom 18. Kurz vom 18. sogar oder so. Ja. Und da hatte ich auch noch keine Tattoos auf diesem Video, das weiß ich halt noch. Und Zunge, hattest du eins? Hatte ich auch eins. War. Es war wirklich. Ich muss mich gerade schütteln, warte mal. Es war richtig eklig. Ich muss würgen, weil ich. Aber fandest du auch die Zange so schlimm? Nein, ich muss gerade. Was ist denn los? Weil ich daran denke. Das Trockenzimmer. Ja! Ja! Dieses Zebra! Ja, ich kann mich erinnern. Das ist wie so, wenn du über den Teppich leckst. Ah, das ist ja, ich find's auch richtig. Ja, es ging mir auch so, aber. Ich habe noch was anderes mir gerade eingefallen. Ich habe es dann rausgenommen, weil ich gelispelt habe damit. Schon, auch wenn ich mich mit jemandem unterhalten habe, habe ich das gemerkt. Und dann habe ich aber dann würde es auch rausnehmen, Und dann habe ich es gemerkt und ich habe irgendwie auch gemerkt, dass mein Gegenüber das gemerkt hat. Es war halt, es hat mich einfach gestört. War der Stab zu lang vielleicht? Kann das auch sein? Ich weiß nicht, ich glaube einfach, es war einfach so, meine Zunge ist jetzt auch nicht übermäßig lang oder so, weißt du so. Ich meine, ich habe so... ganz kurz, Mama hat vergessen, den Schmerzgrad von dem Piercing zu sagen. Das war... 9 ja, von 10? Ja, eine 9. Also, wenn man die Abheilung dazu. Also, ich habe ein Piercing, was schlimmer ist, deswegen. Zu einer 10 komme ich noch. Okay, gut. Das war bei mir halt so mit allem drum und dran. So eine 8 von 10. Ja. Genau, dann habe ich das rausgenommen, weil ich mir Venom Bites stechen wollte. Diese zwei Wunderhübschen hier. Und die hatte einen Ex-Freund von mir. Jedenfalls habe ich mir dann gesagt, nö, jetzt traue ich mich nicht, weil ich habe auch riesen Respekt davor gehabt und wusste halt dann auch letztendlich warum. Weil wir haben, also er hat mir gesagt, ey, das Piercing ist zwar geil, aber ich würde mir das nie wieder im Leben stechen lassen und es war das Schlimmste, was ich durchgemacht habe. Ach, scheiße. Und ich dachte mir halt so, na okay, aber egal, ich bin, was das angeht, relativ hart im Leben und ich krieg das schon hin. Die Zunge, wenn du jetzt so die Zunge hier nimmst, wird hier das normale Piercing durchgestochen, weil hier so eine, also da sind die Muskeln der Zunge und hier ist nur so eine Haut wieder, wie beim Septum. Aber der also die Venom Bites werden halt hier durch die Muskeln durchgestochen. Genau, das Stechen war eine Hölle, das ist auch auf dem Video, also wir haben es auch gedreht. Das heißt, lass es mir die Zunge spalten, falls ihr das nachgucken wollt. Weil das vom Prinzip her sich genauso angefühlt hat. Kurz danach, 2 Stunden danach, habe ich mich mit meinem Freund getroffen, weil wir was essen gehen wollten. Das ging wahrscheinlich nicht. Und das hat schon angefangen im Bus. Ich so, oh mein Gott, das war, also, das war wirklich so, ich war wirklich schlimm, weil man ist ja so, wenn es frisch geschlossen ist, riecht ja mal so. Aber bei denen, du hast 2 Viertel Stäbe im Mund,
So lang gefühlt. Die sind ja auch noch länger, weil es anschwillt. Ja. Da waren wir Essen und ich habe dann so Pommes gegessen oder probiert und habe dann so versucht, an die Seite zu schieben, aber an der Seite sind ja die Piercings. Mhm. Sonst warst du ja immer in der Mitte, wo du dann seitlich essen konntest, aber diesmal konnte man dann seitlich nicht mehr essen. Dann hast du halt draufgebissen oder so. Du hast auch sehr viel, ich kann mich erinnern, du hast immer sehr viel, also in der Zeit so Suppen gegessen. Weil das ist, ich habe dann in dem Restaurant geheult, vor Schmerzen, weil ich wirklich nicht mehr konnte. Ich konnte nicht mehr, ich so, scheiße, ich muss irgendwie mir Kamillenkonzentrat oder ja, und das machst holen. Du dann mit Wasser drin. Genau. Mhm. Und Eiswürfel lutschen. No. Ich weiß, ich muss nach Hause, dann bin ich nach Hause, hab mir dann Eiswürfel mit diesen Kamille gemacht. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Ja, das war auch eine super Idee. Hast du die irgendwie von jemand bekommen? Also eigentlich, das war eine Die Idee habe ich im Kopf gehabt. Ja, die war macht die halt Sinn, so ne? Super simpel, ja. Aber die ist halt wirklich perfekt. Also es war die komplette Hölle. Ich musste immer Suppe essen. Es hat so weh getan. Ich habe auch immer noch einen TikTok, wo die frisch gestochen waren, wie dick meine Zunge war, weil die schwillt natürlich doppelt so doll an. Hast du es da gezeigt? Ja. Ich hatte mal eins, was ich jetzt überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Ein Lippenbuchring. Mhm, einen schwarzen hier unten. Ich fand den aber schon süß. Es war auch angesagt. Ja. Ich habe das irgendwo gesehen. Mit deinem blonden Pony. Ja, genau. Und ich fand es richtig cool. Ich fand das halt so, weil ich habe auch in der Zeit immer so... Ja, richtig Rock'n'Roll. Ich fand es richtig geil, so mit so Jeans und so mit schwarzer Lederjacke und so. Ich fand das einfach irgendwie cool. Ja. Aber dieses Piercing, wenn ich das heute sehe, was habe ich mir denn dabei gedacht? Weil ich jetzt so denke, so, da müssen noch zwei, zwei so Kugeln. Ich finde, das sieht so mega unaufgeräumt auf nur eins. Weil nur manche finden, nee, weil das wäre dann wieder zu krass. Ja, aber komischerweise finde ich es... Das war damals aber auch angesagt, nur eins. Ja, aber jetzt, wenn ich sehe, irgendwie gefällt es mir nicht. So ein bisschen, denke ich mir so, schwierig. Vielleicht liegt es auch daran, weil schwarz ist. Meine Lippen haben auch schon einiges durch. Da sieht man, also die habe ich schon rausgenommen wieder. Und zwar hatte ich einmal, habe ich mir auch kurz nach meinem ersten Piercing gemacht. Und zwar ein Ashley-Piercing, dass das geht durch die Lippen und guckt innen wieder das raus. Das finde ich auch so mega krass. Also finde ich mega schön. Ja, ich sehe das bei ganz vielen. Ja. Auch was ich richtig sexy finde, wenn jemand so wirklich dicke, aufgespritzte Lippen hat. Und dann dieser, aber so ein ganz kleiner Punkt so drin, finde ich mega cool. Tat aber richtig weh? Ich bin super empfindlich, was meine Lippen anbetreffen. Also mein Mund. Ja. Auf jeden Fall. Also das tut überhaupt nicht weh. Das war, fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich kann mich auch nicht mal mehr erinnern, weil ich 28, keine Ahnung. Das tut überhaupt nicht weh. Ja. Das hat richtig weh durch die Lippe. Die Lippen ausspritzen nur noch schlimmer. Also das tut richtig weh, habe ich dann rausgenommen, weil ich ein Eskimo machen wollte. Das geht hier durch und guckt oben raus. Ja, das habe ich auch ganz lange gehabt, fand ich auch total schön, habe ich aber rausgenommen, als ich angefangen habe, meine Lippen aufzuspritzen, weil es damit nicht mehr geht. Stimmt, weil es dann irgendwie schief wird, weil so eine Brücke. Ja, genau. Und es dann nicht dann so vorbei kann und man kann es nicht richtig massieren und so. Dann kommen wir jetzt noch zu denen und dann sind wir auch fertig im Gesicht, glaube ich. Ja. Zu meinen Dahlia Bites. Ja, einer meiner Lieblinge auf jeden Fall. Da muss ich ganz ehrlich nochmal vorweg sagen, da hatte ich ein bisschen Angst. Ich hatte dann Angst, dass sie dann hier, weil du immer gesagt hast, entzündet sich da so stark und dann sind da nachher so Narben im Gesicht. Cheeks entzünden sich ganz stark, die nicht. Aber ich konnte da keinen Unterschied am Anfang so richtig. Ich dachte so, das ist durch die Wange und das ist noch an der Lippe. Also ich hatte Respekt davor. Guck mal hier, über dick die Mutter ist das. Ja, ich weiß. Auf jeden Fall, wo sie es aber dann gemacht hat, war ich dann positiv überrascht und fand es, also finde es halt. Also am Anfang sah es natürlich richtig scheiße aus, weil die Stäbe so lang waren. Ja, und es war einfach, also das war so eine Attempt. Ich dachte mir dann so, okay, scheiße, was ist das eigentlich? Das sah einfach wirklich absolut beschissen aus. Aber jetzt sieht es wirklich tat auch so mittelmäßig, weil die Abheilung war halt wieder ziemlich ungeil, muss ich sagen. Schminken und Co. Ja, es war halt auf jeden Fall so eine 6 von 10, mit 6, 7 von 10. Einfach beim Rehen immer hängen geblieben, weil es zu lang war. Hab mir jetzt auch so eine Glitzerständchen da reingemacht. Stimmt, das sehe ich gerade. Sowas finde ich super edel und sowas steht ja auch unheimlich gut, war so mit so kleinen Diamantensteinchen und so. Der Piercer meinte auch, boah, die Dahlias stehen hier so gut. Hier oben kannst du auch sowas mal reinmachen. Nee, weißt du, was es gibt? Eine Kette, die du da reinmachst. Ey, die habe ich letztes Mal bei einer hier gesehen. Genau. Das finde ich auch richtig geil. Ja. Das sieht so ein bisschen so nach so Anime aus. Ja, ist es auch. Ja, das sieht irgendwie so niedlich und so ein bisschen so nach so Comic. So. Die beiden haben übrigens 100 Euro gekostet zusammen. Zusammen, aber finde ich voll... 100, 110 voll okay. Ja. Und die Zungenpieces haben 120 gekostet. Da kann ich nicht überhaupt nichts mehr zu sagen. 16 war ich, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube,
weiß ich nicht, da würde ich jetzt irgendwas sagen, das finde ich albern. Und die Lippenpiercings, die habe ich damals umsonst bekommen. Oh, hier habe ich hier eins gehabt. Zwischen den Brüsten. Ja. Ein Monat lang. Ein Monat lang habe ich dafür. Und ich vermisse es sehr. Erschrocken. Ich vermisse es sehr. Ich war so schockiert. Das war für mich so krass. Also wo das dann so, wo sie sehr hängen geblieben ist. Der mal Anka heißen diese Piercings. Und zwar ist das eine Platte, die du darunter, also unter die Haut machst. Und ich fand das so schön und ich wollte es die ganze Zeit haben. Hab's dann auch gemacht. War absolut schmerzhaft. Es war auch eine 20 von 10. Absolut krank. Dachte, ich bin auch fast ohnmächtig geworden an dem Tag, weil auch irgendwie 30 Grad draußen waren oder so. Ich kann mich erinnern. Das war richtig ungeil mit der FFP2-Maske dann noch, Alter. Da haben wir doch irgendwie danach noch bei McDonald's. Ja, waren wir auch. Genau, ich weiß, das richtig abgekackt. Ja. Genau. War eigentlich alles easy. Eines Tages habe ich mich umgezogen und es war ein bisschen entzündet. Und dann weiß ich noch, bin ich hängen geblieben und zack, habe ich so das Fleisch. Aber, ich unterbreche mich. Dann war es aber noch bis zur Hälfte noch irgendwie so drin. Ja, genau. Und sie ruft mich und ich bin nur so, und ich so, kannst du das wieder reindrücken, bitte? Ich habe es probiert, aber es ging natürlich nicht. Weil mir das so leid tat. Ich wollte unbedingt Brustpiercing haben, Brustwarzenpiercing. Und habe dann ganz schön rumtelefoniert. Ja. Es war echt schwierig. Und dann habe ich da auch jemand gefunden in Friedrichshain. Wie alt warst du da? 32. Ja. Irgendwie in dem Bereich. Auf jeden Fall war das so schmerzhaft zu nehmen. Es war so schmerzhaft. Ich wollte auch beide. Habe ja auch beide gemacht. Ja. Und dann hat sie mir so ein Kuscheltier gegeben zum Kneifen. Manche haben wir so einen Ball oder so. Und dann, ey, ich habe dieses Ding, ich habe das fast zerrissen. Es war so dermaßen schmerzhaft. Weißt du, was ich gedacht habe? Ein Hamster beißt in meine Brustwarzen. Es war wirklich, wie als ob ich bin ja auch sehr empfindlich, muss ich dazu sagen. Ja. Und ich habe wirklich gedacht, ich reiße das da raus. Oder so. Das war so schmerzhaft. Ja. Und hatte dann so Angst, die zweite Brustwarze zu machen. Dann haben wir kurz Pause gemacht, ich habe dann tief durchgeatmet, kurz was getrunken. Ja. Und hab dann musst zack, zack machen. Ey, wer hätte nicht, das war so, also es hat mir so doll wehgetan, ich habe gesagt, stopp, nein, mach ich nicht. Ich wollte auch abbrechen, ich meine, ey, das sieht schon cooler aus, so beide Seiten so. Oh, es war so schlimm. Auf jeden Fall habe ich es dann durchgezogen und es hat genauso wehgetan. Ja. Also irgendwie, wie gesagt, jeder ist da anders. Ja. Aber du wirst lachen. Danach war alles okay. Ja. Ich hatte keine Probleme damit. Ja. Es war so cool, dieses Piercing. Es sah einfach mega sexy mit den aus. Ich bin ja auch so, ich trage auch kein BH. Also kein BH. Heute trage ich mal einen. Ansonsten aber das sieht dann so geil aus. Ich fand es auch mega, also kann man ja schon sagen, es war wirklich ein mega sexy Schmuck. Also ich fand es wirklich echt schön. Und ich mag auch meine Brustwarze. Also sieht halt wirklich wie so ein Ohrring geschmückt halt. Genau, ja. Brustwarze hatte ich auch mal. Habe ich mir damals stechen lassen, weil ich ziemliche Komplexe mit meinen Brüsten hatte. Und dass die Brustwarzen, man soll sich, wenn man eine kleine Brüste hat, das gibt es auch so einen TikTok-Trend gerade. Die haben alle Leute gesagt, ey, wenn du unzufrieden mit deinen Brüsten bist, mach die Piercings, vertrau mir. Und, weil es dann so auffällt im Schmuck und so wahrscheinlich dann. Ja, weil die Brüste halt und die Brustwarzen werden dadurch ein bisschen größer. Stimmt. Ja. Meine Brustwarze, die war immer so, also die war, wie du schon sagtest, es war ein bisschen größer. Ja, genau. Die war wie so dauerhart. Also die sind dann rausgewachsen in der Schwangerschaft und leider ist eins so rausgewachsen, dass es schräg rausgewachsen ist und jetzt jetzt bin ich noch unzufriedener als vorher, weil ich jetzt eine Narbe auf der Brustwarze habe. Eigentlich waren sie sehr schön, aber hätte ich sie vorher rausgenommen, bevor meine Brüste so krass angefangen haben zu wachsen, wäre es vielleicht nicht passiert, aber leider ist es passiert. Auf jeden Fall Schmerzen, ja, also keine Ahnung. Ach so, hast du erzählt. Ganz, also einfach richtig scheiße, also wirklich, also keine Ahnung, 10 von 10, also so. Bauchnabel, oh Gott, ich glaube, da war ich 15 oder 16, habe ich von meinen Eltern bekommen. Habe ich sehr lange gehabt, fand ich auch echt, echt wunderschön. Ja. Aber hat sich auch, also, oh Gott, ich glaube, nach 2 Jahren war es manchmal noch entzündet. Das hat sich immer wieder neu entzündet. Kennst du das, diesen weißen Eiterpuppel denn so oben so drauf? Oh Gott, ja. Aber das hatte ich ständig dann gehabt. Das ist aber nicht gut. Den habe ich damit nie gehabt. Also das ist dann immer wieder, war dann weg und so, aber ich war dann 17 und dann war es dann irgendwann auch dann. Man muss dann halt gucken, weil du hast bestimmt Hosen getragen, die in den Bauchnabel gekommen sind. Ja, genau. Da habe ich es dann irgendwann rausgenommen, wo ich schwanger war und dann ist das halt auch so komisch rausgewachsen. Also so, wo auch gar kein Schmuck mehr dann so drin war, ist der Bauchnabel, weil der ja so dann gedehnt wird in der Schwangerschaft, dass so
Guck mal, das ist hier so oben, so drauf. Ja, ist doch bei mir jetzt auch so. Ja, guck. Ja, genau. Über aber, dem hier, aber genau, über dem Bauch. Aber bei dir sieht das irgendwie nicht so aus. Bei mir war das halt so einfach, wie so, als ob ich nur so oben so ein bisschen Haut genommen hätte, so einmal so durchgedingst hätte. So sah das bei mir aus. Ja, mein Bauchnabel ist aber durch die Schwangerschaft hat sich auch so verändert, leider. Ja. Ich fand meinen alten Tisch hübscher. Aber, aber es hat sich auf jeden Fall dieses Blaue und diese Narbe ist bei ihr wieder komplett weg. Ja, ich habe auch ein Logo, wie man vielleicht sehen kann. Und meiner ist halt leider, ich habe den viel zu spät rausgenommen. Wir haben alle gemeckert mit dir. Im fünften Monat habe ich den erst rausgenommen und der war schon richtig entzündet, aber ich wollte den nicht rausmachen. Und es hat sich so... Es war so rot, Alter. Wirklich, und alle haben so gedacht, bist du verrückt, mach raus. Guck mal, das ist jetzt immer noch die Narbe, das wird irgendwann richtig weiß. Das wird weiß, ja. Das siehst du jetzt schon gar nicht mehr. Also vorhin, wo ich dann, sie hat den neuen Schmuck. Ja. Und dann ist mir das gleich aufgefallen, habe ich gar nicht mehr gesehen. Also, ja, weil ich halt alte Bilder davon sehe, denke ich mir, oh, so viel schöner. Aber man hat dafür ein Kind geboren. Also. Ja, jetzt wandern wir mal runter, aber ja, ich habe, soll ich erzählen? Ja. Ein Intimpiercing hatte ich auch. Ja. Und das habe ich mir sogar schon dreimal stechen lassen. Oder fuck? Ja, ich war super jung. Habe ich es dreimal neu gemacht. Weil, wie gesagt, weil es dann mal rausgefallen ist oder ich das draußen gelassen habe, ich im Urlaub dann war und dann habe ich es irgendwie vergessen, neu mitzunehmen oder so und konnte es im Urlaub nicht reinmachen. Das ist wieder zugewachsen. Dann hat es mir aber irgendwie gefehlt. Dann bin ich dann wieder hin. Ja. Und dann. Schmerzen gingen, es war so eine 5, ich fand es gar nicht so schlimm, ich habe es auf dem Venushügel gehabt und fand ich aber einfach so irgendwie so mega hübsch so. Ich habe es auch gehabt. War auch so mega angesagt hinterher. Ja, ja. Ja. Ich habe es auch gehabt und das habe ich mit meiner Freundin ausgetauscht, weil wir Bock hatten, das beide zusammen zu machen, also auch auf dem Venushügel. Auch mit so einer schon Glitzerkugel oben. Also genau, und unten so eine andere, so eine normale. Genau. Tat schon sehr weh, muss ich sagen. Also war sehr, sehr unangenehm. Es war so eher so ein Druckschmerz. So ein stumpfer Druck, so ein, so genau, so ein Druckschmerz. Bauchnabel auch, ja. Also Bauchnabel ist so eine 5 von 10. Oder? Wie gesagt, so eine, aber es gibt halt so spitzere, so also wo es dann so ekliger und so. Genau. So, und das war dann, so. Das drückt eher. Ich denke mal, wenn man tiefer geht, dann wird es halt sehr, sehr unangenehm. Und dann bei mir war das Problem halt, dass ich es dann irgendwann rausgenommen habe, weil mich das total gestört hat beim GV. Also es hat mich da sehr behindert und es tat auch mal sehr weh. Hat sich entzündet. Und die obere Kugel hat sich in mein... In die Haut? In die Haut reingedrückt. Ach Gott, jetzt habe ich da auch so eine kleine Narbe davon. So. So eine Kuhle hatte ich immer. Ach Mist. So, dann habe ich so über den Pizza nachgedacht, hier so ein Ständchen reinzumachen. Habe ich auch. Aber ganz kurz, weil mir das ganz schnell... Du hattest das? Nein. Ach so. Ganz kurz habe ich... ganz kurz, weil mir dann... Also du bleibst halt hängen. Genau. Genau. Und das war dann irgendwie so für mich so, oh nee. Ja. Dieses dann hängenbleiben ist schon so, da kriege ich so... Oh, wie viele Piercings. Wahnsinn. Boah, ich glaube damals, wo ich meine Ohren hatte, so, habe ich einmal sogar 21 Stück gezählt. Ja, krass. Ja. Ich meine, klar, es geht immer mehr, aber so, wenn ich jetzt so alles so aufzähle, denke ich mir so, okay, Wahnsinn. So, wir werden das Video jetzt beenden. Ja. Wenn euch das gefallen hat, dann zeigt uns das unbedingt mit einem dicken Daumen nach oben. Mit einem sehr, sehr dicken Daumen. Über nette Kommentare würden wir uns sowieso immer wieder freuen. Mega, mega freuen. Wir haben euch ganz da lieb. Und von dieser Stelle von uns, achso, und wenn ihr Piercings habt, schreibt uns gerne dann auch alle rein und auch eure Schmerzgala. Und von dir schreibt man uns jetzt ein. Wenn wir irgendwas vergessen haben, tut uns das leid. Oh, ich glaube nicht. Nee, wir sind ja systematisch runtergewandert.